Ja, hallo liebe Videofreunde. Wir sind unterwegs zusammen. Michael mit Piccolino vorneweg, ich hinterher. Und zwar fahren wir heute zu dem Herrn, was heißt Herrn Lars Wendisch, also zu dem Caravan Wendisch nach Frankfurt-Oder. Und zwar wollen wir heute unseren Abwassertank vom Wohnmobil isolieren lassen, fachgerecht. Da wird dann auch so eine kleine Zuleitung gelegt, die mit Warmluft dass die Warmluft praktisch durch diese Zuleitung den Abwassertank beheizt. Und da die uns nicht sagen können, wie lange das dauert, haben wir uns entschlossen, mit zwei Autos zu fahren und fahren auch wieder wahrscheinlich heute zurück, lassen Piccolino da stehen und holen ihn entweder morgen oder übermorgen ab, weil es so kalt draußen ist und wir uns dann nicht 5 oder 6 Stunden in der Halle dort aufhalten wollen, haben wir gesagt, nee, machen wir anders. Jetzt fahren wir gerade praktisch los und hatten schon das erste Malheur gleich vorab. Ich hatte die GoPro nicht in der Halterung hier am Armatur festgemacht, sondern oben am Spiegel mit dem kleinen Gorilla-Pad und der war schon etwas locker. Das habe ich aber nicht gewusst. Eigentlich ist es ganz gut so, dass es passiert ist, weil der Spiegel ist abgegangen, der Rückspiegel. Und wir haben gemerkt, dass der Rückspiegel nur geklebt ist. Ja, und jetzt hatte ich den Rückspiegel hier abgehabt und Michael hat jetzt wie immer wieder mal, was kam zum Einsatz, unser tolles Tape. Also ich kann euch sagen, Leute, muss mal gerade den Rückspiegel noch mal so ein bisschen anders einstellen. Tape immer wieder ganz wichtig dabei zu haben. Gerade jetzt heute wieder. Schön der Rückspiegel, alles vertebt und erhält und hoffentlich. Oh feier Mensch, nee, so fing der Tag heute an. Ja, und dann haben wir heute früh auf unseren Kanal geschaut und festgestellt, dass wir 999 Abonnenten haben. Das ist so geil. Das fetzt total. 999, das ist so cool. Oh, ich freue mich total. Und wir haben auch schon ein kleines Video vorbereitet, weil wir gemerkt haben, in den letzten Tagen ging es bei uns gut nach vorne. Warum auch immer, keine Ahnung. Haben uns darüber natürlich total gefreut. Auch Michael übrigens, der guckt jeden Tag jetzt drauf auf dem Kanal. Also es ist schon lustig. Ja, und da haben wir halt festgestellt, es geht voran. Und dann haben wir vorab schon ein kleines Dankeschön gedreht, was mir dann natürlich wahrscheinlich heute Nachmittag oder so posten wollen. Ich bin gerade geblitzt worden. Super, ich bin gerade geblitzt worden. Aber ich hatte nicht allzu viel mehr gehabt. Ich glaube, 80 und 70 ist erlaubt. Also nicht so schlimm. Ei, ei, ei. So kommt das, wenn man schwätzt. Ich habe noch die Polizei gerade links stehen sehen. Ja, und habe aber gedacht, na gut, dann steht der Blitzer links. Aber dass der rechts steht, Pech gehabt. So, dann werde ich mich jetzt mal konzentrieren und werde mal Auto fahren. Damit ich nicht nochmal geblitzt werde, weil nämlich auf dem Weg nach Frankfurt oder einiges an Blitzern steht. Also, ihr Lieben, bis später. Tschüssi. So, liebe Videofreunde, wir sind auf dem Heimweg nach dieser etwas chaotischen Tour, weil, ja, definitiv ist bei uns mit der GoPro und Mikro, mit der Verbindung haut irgendwas nicht hin. Entweder ist der Adapter kaputt oder aber die GoPro hat selber eine Macke. Also mal ist Ton da, mal ist kein Ton da. Wir haben dort nochmal ein kleines Expeditionsmobil, so ein Offroad-Mobil vorstellen wollen, also kurz zeigen wollen. Und leider Gottes, ein Teil dieser kleinen Videos eben kein Ton dabei, können wir also eine Tonne kloppen. Dann haben wir euch nochmal die Garage zeigen wollen, die blende ich auch nochmal ein. Und zwar ist das die von dem Video, von dem Travel Van von Bürstner, das verlinke ich oben nochmal, das Video. Oh, da.
da. Und da wollten wir euch nochmal die Garage zeigen, weil da Fragen hinzukamen, ob da Fahrräder drin auch gelagert werden können. Ja, können, also die ist groß genug. Und ja, Thema Brennstoffzelle haben wir auch noch ein bisschen was dazu gesagt. Also da war wohl eine, welche, eine mittlere drin? Ja, 140. 140er. So, das ist jetzt der Brennstoff für diese Brennstoffzelle. Ein 10 Liter Kanister ist das hier, kostet 45 Euro. Und laut der Aussage des Mitarbeiters reicht er für ein ganzes Jahr beim normalen Gebrauch. Das ist absolut okay. Damit kann man leben. Natürlich sind die Anschaffungskosten der Brennstoffzelle schon heftig. Also so bei 5.000 sind wir da dabei. Das muss man wissen, ob einem das wert ist. Ist allerdings in den Bürsten mit eingebaut. Darf man nicht vergessen. Die haben sie jetzt momentan ausgebaut. Da kommt aber wieder eine rein. Es sei denn, der Käufer, der diesen Travel Van kaufen möchte, möchte keine Brennstoffzelle. Dann werden sie wahrscheinlich draußen lassen, nehme ich mal an. Ja. Dann müssen sie halt preislich was machen, aber dann werden sie draußen lassen. Das Gute, nochmal wollte ich sagen, an so einer Brennstoffzelle ist natürlich, dass du, egal wo du stehst, immer Strom hast. Ja. Das ist halt der Vorteil. Überall, wo du bist, hast du Strom und bist nicht angewiesen. Das muss man sich halt überlegen, ist eine teure Geschichte, aber wenn, ich könnte mir vorstellen, wenn man dauerhaft im Wohnmobil unterwegs ist oder sehr oft, ist das schon eine richtig feine Sache. Ja, und dann zu guter Letzt, was haben wir gemacht, was haben wir festgestellt? Ich habe noch auf dem Hinweg vorhin gedacht, rufst du Michael vorne nochmal im Piccolino an, aber ich wollte ihn nicht nochmal stören, weil ich hatte ja schon angerufen, als ich geblitzt worden bin und wollte ihn fragen, ob man überhaupt die Garage ausgeräumt hat. Aber nein, Familie Würtele hat die fein ordentliche eingeräumte Garage, wie wir sie ja bei der Inventur letztens und beim Saubermachen eingeräumt haben, natürlich vollends drin gelassen. Und die durften wir natürlich schön ausräumen jetzt, das ist da alles hinten drin. Also wir können jetzt hier überleben im Piccolino, im Renault. Ja, also haben wir das alles schön ausgeräumt und in den Renault reingeräumt, dass die Leute da auch dran kommen können. Jetzt können wir das Auto eventuell übermorgen abholen. Vielleicht schaffen sie bis übermorgen sogar noch den Außengasanschluss, den wir ja gerne haben möchten, damit wir gleichzeitig grillen und kochen können in unserem Piccolino. Und wie gesagt, die Abwassertankisolierung ist nicht das Problem, aber der Außengasanschluss, der ist, da müssen sie gucken, ob sie das bis übermorgen hinkriegen. Weil dann ist Michael wieder arbeiten, dann können wir das Auto nicht holen und wäre schon ganz gut, wenn er übermorgen fertig ist. Ja, war etwas chaotisch heute. Fing mit dem Blitzen schon früh an. Nee, es fing schon an mit dem Spiegel, der abgegangen ist, hier der Rückspiegel. Dann mit dem Blitzen. Ja, dann haben wir die Garage nicht ausgeräumt. Dann Tonprobleme. Also es reicht eigentlich für heute. Ja. Sony auch weggebracht, weil sie Probleme hat. Also im Moment ist mit der Technik irgendwie, weiß ich auch nicht. Ist nicht unseres. Also, wir fahren jetzt heim und freuen uns auf übermorgen. Hoffentlich, wenn wir Piccolino wieder abholen können. Bis dahin. Tschüss.